Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, wir hatten jetzt in der letzten Woche uns ja so ein paar U-Bahn-Simulatoren angeschaut, mal ein bisschen abseits von OMSI und Co. Ja, wollen wir uns heute mal so ein bisschen mal eine Wirtschaftssimulation angucken, die zu seiner Zeit extremst gut war. Der Verkehrsgigant, so hieß er damals noch published von Jovot und hatte, glaube ich, meiner Meinung nach damals sogar noch einen anderen Publisher. Jedenfalls zuletzt war es Jovot gewesen und heute ist es UIG, ja. Und heute heißt der Titel dann auch Traffic Giant. Ja, UIG ist jetzt nicht so die Marke der Publisher, wo ich sagen muss, bin ich ein großer Fan von. Tatsächlich ist eher das Gegenteil. Viele Spiele, die ich von UIG habe, sind teilweise absoluter Müll und ist absolut überhaupt nicht zu empfehlen. Der Verkehrsgigant, ja, ist natürlich ein Spiel, was ich damals sehr gerne gespielt habe und auch heute tatsächlich immer mich nochmal so ein bisschen ertappe, dass ich das auch heute noch gerne spiele. Ich weiß noch, das war damals noch zu einer Zeit, ja, damals hatte das Spiel eine maximale Auflösung von 1024x768 und das Ganze lief noch über so einen fetten Röhrenmonitor. Kann sich daran noch jemand erinnern? So diese fetten Röhrenmonitore. Ich weiß noch, mein Vater wollte mir damals was Gutes tun und hat mir hier so einen 24-Zoll Röhrenmonitor geschenkt. Und da war ja gefühlt immer noch Blei drin. So, weißt du, so eine Betonplatte. Diese Teile waren so unglaublich schwer gewesen. Wahnsinn. Also das war Wahnsinn. Und mal eben schnell mal ein Netzwerk-Treffen machen hier, so mit einem Ice Dragon oder sowas. Ja, er den Rechner, ich dann diesen fetten Monitor, wir rein in die Straßenbahn, weil damals waren wir auch noch Jungspunde, hatten noch keine Führerschein und so. Und Internet war damals noch nicht so verbreitet, ja, dass man so online spielen konnte. Da musste man halt so zu Freunden fahren mit dem Rechner und das musste man das Ganze über ein LAN-Kabel noch anschließen. Ah ja, die guten alten Netzwerkcafés, das waren noch Zeiten. Ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall, der Verkehrsgigant ist natürlich ein Spiel, was natürlich ja, ÖPNV natürlich absolut betrifft. Ja. Hier sind wir ein Gewerbe, wo wir halt den Verkehr so ein bisschen aufbauen müssen, sodass wir hier Busse haben, Straßenbahnen, S-Bahnen und alles so weiter. Und das möchte ich euch heute hier in diesem Video mal zeigen, wie das Ganze damals so ausgesehen hat, ja, was wir so damals gespielt haben. In der Auflösung von 800x600 oder 1024x768, das waren dann schon so die größeren, so wie heute HD, ja. Gut. Gehen wir mal jetzt hier in unser Spiel hier, Endlosspiel. Wir machen jetzt einfach mal ein einfaches Modell und sind jetzt einfach mal Anfänger. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ob wir ein Unternehmer sind oder ein Verkehrsbeauftragter. Hier können wir uns noch einen Gegner aussuchen. Ja, das sind auch immer die gleichen. Sir John Wood, Florian Miller, Dr. Chris Sheriff. Ja, wir lassen das einfach mal weg, weil wir wollen uns das Spiel ganz in Ruhe angucken. Und haben jetzt hier noch die Möglichkeit, noch eine Stadt auszuwählen. New London hier zum Beispiel. Pentwater, St. Monica, Westfield, Amberville und so weiter und so fort. Springville, oh, das sieht eigentlich ganz nett aus, Kartengröße, Mittel und so weiter und so fort. Altmünster, Eberstadt, Kaibo, Kohlstadt, Ohlsdorf, also ihr seht, es gibt eine ganze Latte. Wahnsinn. Kommen wir nochmal Altmünster, oder? Altmünster ist gewählt. So, laden wir jetzt in die Karte und eins... Was UIG gemacht hat, ist, dass wir jetzt hier wirklich eine Full-HD-Auflösung haben. Also von UIG muss man ja wirklich sagen, viel. Also die kaufen halt wirklich diese alten Spiele immer auf, passen das Ganze dementsprechend heute an. Ja, sodass wir dann hier zum Beispiel diese ganzen Spiele dann halt auf einem modernen Rechner spielen können. Denn der normale, originale Verkehrsgigant funktioniert nicht mehr unter Windows 10. Also da könnt ihr schon, wenn ihr noch eine alte Version davon habt, könnt ihr abschmieren, funktioniert nicht. Habe ich auch hier. Das klappt nicht, denn ihr habt eine GOG-Version. Aber ich glaube, das Ganze wird dann auch wieder über UIG dann vermarktet. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr das Ganze auf Steam kaufen für 9,99 € oder sowas kostet das Ganze in dem Dreh. Und ja, ihr seht da natürlich, es ist ein Full-HD-Bild, also das ist schon richtig, ja, das passt. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit dem Maus jetzt uns ein bisschen bewegen, also so ist es ganz normal, ja. Wenn wir jetzt hier, seht ihr, ne, wir fliegen praktisch über die Karte. Das Ganze ist absolut nicht angepasst worden, ja. Also das geht viel zu schnell, du kannst gar nicht so schnell an den Karten ran. Und daran merkt man dann zum Beispiel auch, dass das Spiel halt für neuere Systeme immer gar nicht mehr gemacht ist. Und man hat sich hier absolut nicht die Mühe gemacht, das Ganze dementsprechend auf ein modernes System anzupassen. Ja, zum Beispiel ist UIG, kann man auch mal ein gutes Beispiel nennen, ja, für viele ältere Spiele bekannt, ja.
Und man hat sie halt damals halt, wie gesagt, aufgekauft, hat sie dann halt aufs moderne System angepasst, auf Windows 10. Aber sämtliche Fehler, die die Spiele damals beinhaltet haben, sind in der neuen Version, die UIG jetzt vermarktet und jetzt verkauft, immer noch drin. Man hat das Ganze nicht weggepatcht. Und wenn man das Ganze mal so anfragt in einem Forum, ja, kriegt man absolut gar keine Informationen, keine Antworten oder sowas. Und es gab da mittlerweile auch schon einen Firmenwechsel, ja, dass UIG sich umbenannt hat in einer anderen Firma. Und ja, da merkt man doch, was so drin ist eigentlich in dem ganzen Paket, was man hier so kauft. Also Betrug sollte hier eigentlich schon relativ groß geschrieben werden. Nichtsdestotrotz hat das ja nichts mit dem Verkehrsgiganten zu tun, das Spiel ist trotzdem großartig, ja, was wir uns jetzt hier mal so ein bisschen anschauen werden. Wir haben die Möglichkeit, wie gesagt, hier uns die Karte so von allen Seiten anzugucken. Die ausgegrauten Häuser hier, die wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ja, die sind noch nicht angeschlossen an unser System, also an unserem Netz, ja. Die helleren, die können wir jetzt alle anfahren, können hier jetzt schon die Passagiere abholen. Das hat auch so ein bisschen Optik von dem Pizza Connection 2. Kennt ihr das noch? Das war auch großartig, das Spiel. Ah, die Zeit früher. So, sonst haben wir hier unten, ihr seht da auch, ne, das Ganze ist einfach gestreckt worden. Also ich könnte mal noch groß hier so eine weitere Kameras hinzufügen. Hat man nicht gemacht. Hier ist unsere Minimap, die wir auch zum Beispiel rein und rauszoomen können hier. Und sonst haben wir hier zum Beispiel die Gegner, die wir ja nicht aktiviert haben. Und sonst hier Informationen, unsere Ziele und was wir jetzt hier zum Beispiel verstecken wollen. Können wir uns das Ganze hier so ein bisschen wegblenden. Im nächsten Menü können wir uns jetzt hier zum Beispiel Fahrzeuge warten und natürlich Fahrzeuge kaufen. Ja, da kommen wir nochmal später drauf hinzu. Das nächste Menü ist jetzt hier zum Beispiel, dass wir hier eine neue Linie zum Beispiel erstellen können, ja. Und dementsprechend können wir dann auch hier Busse einsetzen, wenn wir welche gekauft haben oder auch Straßenbahnen und so weiter, ne? In dem nächsten Menü können wir Haltestellen kaufen, wir können hier Straßenbahnschienen kaufen und wir können natürlich auch noch abreisen. Und das letzte ist ja die Finanzen, die wir hier haben, wo wir dann dementsprechend auch so ein bisschen gucken können, ja, wie viel Fläche haben wir denn so abgedeckt und ja, wie viel Arbeiter, Einkauf, Schule, ne, und so weiter und so fort, und haben hier noch die Möglichkeit, die Fahrpreise dementsprechend anzupassen, Personalkosten wie zum Beispiel für Kontrolleure hier einzupacken und natürlich auch Werbung zu schalten. Ja, das ist hier natürlich ja auch alles mit dabei. Gehen wir mal ins Menü Fahrzeuge kaufen. Da sehen wir hier schon, dass wir hier schon Fahrzeuge zur Verfügung haben. Wir sehen hier den Kaufpreis, die Wartungskosten. Und wichtig ist die Attraktivität und die Kapazität. Ja, wir haben hier eine Kapazität von 10. Also das ist ja Nachtbus oder sowas. Ne? Und wenn ihr jetzt hier so weiter runter scrollst, der Bus Bar M2, der MC2, der hat schon 20. Der MC3 hat schon 30 Kapazität. Der MC4 hat schon 40, ja. Und dann sind wir jetzt schon bei Straßenbahn angekommen. Der hat eine Kapazität von 120 schon, ja. Aber hatte natürlich einen Kaufpreis von 200.000. Soll natürlich wohl überlegt sein. Und weiteres gibt es noch nicht. Im Laufe des Spiels schaltet ihr natürlich immer neue Fahrzeuge frei. Dann habt ihr auch eine S-Bahn, eine Hochbahn, eine Magnetbahn, eine U-Bahn und alles sowas. Ihr bekommt natürlich auch neue Busse, neue Straßenbahnen, modernere Straßenbahnen und so weiter. Je weiter ihr natürlich voranschreitet in dem Spiel. Sonst haben wir hier zum Beispiel noch die Möglichkeit, hier Haltestellen noch zu kaufen. Da gibt es auch welche Haltestellen mit Sitzbank, Wartehäuschen geheizt, S-Bahn-Station, Schwebebahnstation, Magnetbahnstation. Ja, also das können wir hier zum Beispiel auch schon alles kaufen. Wir haben hier die Möglichkeit, Straßenbahnschienen zu kaufen. Und später dann wird es hier auch die Magnetbahnschienen und S-Bahnschienen dann hier in dem Menü zu kaufen sein. Okay? So, und wie das Ganze halt natürlich funktioniert, wir haben hier natürlich einen schönen Platz hier ausgewählt. Ich würde den Bus jetzt hier einfach einmal ringsrum fahren lassen, dass wir jetzt hier erstmal so einen kleinen Start zumindest haben. Überlege gerade noch, wie wir das am sinnvollsten machen. Wir wählen hier ein Wartehäuschen gleich aus, sagen jetzt hier zum Beispiel, ja, wir sehen auch hier die Reichweite, wenn es natürlich grün ist, sind sie natürlich mittendrin. Bei rot ist, haben schon ein bisschen schlechtere Anbindung. Und wenn es natürlich gar nicht aufleuchtet, dann haben sie gar keine Anbindung. Okay? Das war schon mal falsch. Denn die brauchen wir nicht hier. Lass mal das Ganze mal wieder hier ab hier. Oh, was habe ich hier? Wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich einen Parkplatz weggenommen hier. So, werden wir das Ganze hier erstmal so ein bisschen anpassen. Und werden jetzt hier erstmal ein paar weitere Häuschen hier platzieren. So. So, jetzt haben wir hier schon mal unsere ersten Haltestellen hier platziert.
werden jetzt hier eine neue Linie erstellen. Dann gehen wir hier auf den Hammer, wählen das Ganze praktisch hier aus. Und ihr seht, er erkennt automatisch, wo die Haltestellen platziert sind. Also ihr müsst jetzt hier nichts groß irgendwie die Route um euch irgendwie auswählen. So, wenn es grün ist, ist er abgeschlossen. Haben wir eine Rundfahrt mit aktuell 7 Haltestellen. Und der Startpunkt ist hier Däumlingstraße. Ja, das ist unsere Linie und diese eröffnen wir jetzt. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt auch eine 1 davor. Das steht für die Linie 1. Und die Smileys dahinter, die wir da sehen, ja, die bezeichnen, wie gut oder wie glücklich sie sind. Dazwischen das Feld, das zeigt dann an, wie viele Leute an der Haltestelle warten. So, kaufen wir uns einen Bus und hoffen auf das erste Geld. Wir gehen natürlich hier, ne, gleich groß raus und kaufen jetzt hier erstmal 2 MC4s und schicken diese dann praktisch auch auf die Tour. Ne, da drücken wir dann jetzt hier einfach auf die Linie, gehen hier zu dem Bus und sagen jetzt hier auf diesen Pfeil Abfahrt. Und dann wird erstmal das erste kleine Video gespielt. Eine Buslinie wurde hinzugefügt und ja, jetzt setzen wir das ganze Spiel wieder um und unser Bus ist jetzt hier on Tour. So, wenn wir den Bus jetzt hier anklicken, können wir jetzt zum Beispiel noch sagen, ich möchte gerne eine Kamera von dem Kollegen und jetzt haben wir jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, ohne dass wir jetzt ihn mal angucken müssen, unten jetzt ein klein im Bild, wo der Bus zu lang fährt. Und jetzt muss er erstmal ein paar Runden drehen, damit erstmal so bekannt wird, dass der erste Bus in der Stadt existiert. Und wenn er ein bisschen weiter ist, können wir dann auch gleich den zweiten Bus einfach hinterher schmeißen. Dann haben wir 2 Busse auf der Linie. Da guckt er, da kommen schon die ersten 13 Fahrgäste. Hier sind hier unten warten schon 9, hier auch schon 12. Und er ist schon zum Beispiel halb voll, der Bus hier. Also, ja, das erste Geld klingelt bereits in der Kasse. Das sehen wir auch jetzt, wenn wir hier zum Beispiel auf der Linie gehen, sehen wir hier, wir haben jetzt schon einen Gewinn von 6.000. Wir sehen auch, was jeder einzelne Bus jetzt aktuell verdient. Ja. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel beim Bus hier uns jetzt hier betrachten, ja, der hat jetzt hier 1.500 und der jetzt schon 6.000. Und so wie es aussieht, brauchen wir weitere Busse, denn wir kriegen das hier schon gar nicht mehr weg. Oder das hier. Eieieiei. So, währenddessen steckt natürlich unser Geld und wir kaufen uns jetzt mal schleunigst 2 neue Busse, damit wir das Ganze natürlich hier schnell wieder ausbauen können. Wir müssen erstmal kurz warten. So. Fahr los. Ja, dann setzen wir ihn nämlich schon mal wieder rauf hier. So. Wir bringen die Menschen nämlich schon gar nicht mehr weg, die Menschenmassen hier. So, nicht übereifrig werden, nicht zu viele Fahrzeuge raufsitzen. Vielleicht lohnt sich es nachher gar nicht. Aber so wie es aussieht, brauchen wir sie definitiv. Ich glaube, da haben wir schon einen sehr guten Startplatz gewählt. Das schaut an sich schon mal so ganz gut aus. Wenn ihr die Pfeile weg haben wollt, einfach hier oben auf neue Linie drücken und jetzt die Pfeile auch weg. So, und ja, kriegen wir es, kriegen wir es nicht. Fährt der Bus da nicht? Fahr! Du machst Stau! So! Mal 4 Busse auf der Tour. Und unser Geld steigt halt auch schon bereits. Ne? So wie es aussieht, sind echt alle Busse voll. Ja? Also
müssen wir machen. So, boah. Das ist das, was ich meine, ja. Also das mit der Kamera. Super lästig. Ja, wir kriegen hier an der Haltestelle gar nichts mehr weg hier. Hier werden die Smiley schon ein bisschen ernster. Die lachen schon nicht mehr mit dem großen Mund. Ah, jetzt sie hier. Wir kriegen hier absolut echt die Menschenmasse hier nicht mehr weg. Aber ich glaube, wenn der jetzt hier kommt, sieht es ganz gut aus. Obwohl, jetzt kommen hier wieder 22 Leute. Ne, so einfach wird das Ganze mal wieder weggeworfen. Ja? Trauma. Jetzt kann man natürlich auch überlegen, ob man jetzt hier vielleicht erst schon so auf Straßenbahn geht, wenn man jetzt mal so die ganzen Kosten mal so ein bisschen jetzt ein bisschen berechnet. Wir haben jetzt hier Wartungskosten von 600, wir haben davon jetzt 4 Busse, 6, 12, 18, 24, sind wir hier bei 2400, ja, was wir hier an Wartungskosten haben. Schauen wir nochmal jetzt nach, was die Straßenbahn hat. Die hat jetzt bloß 2000. Also, das bedeutet, wir würden jetzt hier sogar 600 ja, Euro zum Beispiel jetzt hier einsparen, wenn wir jetzt eine Straßenbahn fahren lassen würden. Wir haben jetzt eine Kapazität von 4, 8, 12, 16 allerdings, also 160. Die Straßenbahn bietet allerdings nur 120. An sich muss man aber sagen, würde es wahrscheinlich reichen, ja, dass, wenn wir hier eine Straßenbahn fahren lassen würden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen ins volle Ganze und bauen jetzt hier einfach mal eine Straßenbahnlinie. Da gehen wir wie folgt vor. Wir wählen jetzt hier unsere Straßenbahn aus und sagen jetzt, du baust uns jetzt hier eine Straßenbahn. So. Das Ganze funktioniert recht simpel. Da müssen wir uns irgendwie unser Netz hier erstmal aufbauen. Und das Ganze passt so. Straßenbahnschiene fertig. So, jetzt wollen wir uns natürlich noch ein Fahrzeug kaufen und wir brauchen natürlich eine neue Linie. Das heißt, wir basteln uns eine neue Linie. Starten müssen wir jetzt hier unten direkt. Gehen hier an die erste Haltestelle und können jetzt hier praktisch eigentlich schon wieder schließen, weil er nämlich automatisch erkannt hat, dass das Ganze sich hierbei um eine Straßenbahnschiene handelt. Wir bestätigen das Ganze und wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir hier eine Tramlinie. Kaufen wir jetzt eine Straßenbahn für 200.000 und schicken diese doch direkt on Tour. Zack, wählen das aus und bestätigen das Ganze und wir schauen uns das nächste Video an. So, und damit haben wir dann auch die Straßenbahn jetzt bei uns in der Stadt. Und diese fährt jetzt. Damit wir vielleicht hier so ein bisschen den Bus ein bisschen entlasten können. Auch diese braucht natürlich erstmal ein bisschen Einarbeitungszeit, ne, bevor das Ganze dann natürlich losgeht. Und ich hoffe ja, dass sich denn das Ganze mit dem Bus vielleicht ein bisschen absetzt. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch einfach sagen, pass auf, wir machen es jetzt so ganz krass. Sagen jetzt hier, Busen hier weg. Fährt hier kein Bus mehr und alle Menschen switchen jetzt um auf die Straßenbahn. Ja. Alle Busse sind auch von der Straße entfernt worden. Und somit bezahlen wir jetzt auf einen Schlag keine Buskosten mehr, sondern die sind jetzt alle weg und haben jetzt aus diesem Ding jetzt praktisch eine Straßenbahnlinie errichtet. Und jetzt gucken wir uns mal an, geht das auf, das was wir jetzt geplant haben, oder aber haben wir uns jetzt hier richtig verzettelt. Wir sehen da schon, da stehen schon 35, da stehen 24, da stehen 22. Und da waren auch schon 11. Das ist jetzt schon bereits 39. Wir haben jetzt schon 10.000 Gewinn gemacht.
Boah, alle mitbekommen. Wahnsinn. Also die Straßenbahn ist schon gut voll. So, jetzt haben wir das Problem. Geht nichts mehr. Wo wir jetzt schon langsam uns entscheiden müssen. Ja, sollten wir. Ich meine, jetzt geht es gerade aktuell sowieso nicht, weil wir haben kein Geld. Aber wir könnten es mal probieren, jetzt hier zum Beispiel ein neues Stadtteil hier zum Beispiel mit anzuschließen. Und dafür bietet sich da eigentlich das hier unten eigentlich relativ gut an. Oder? Ich das hier oben auch nicht so verkehrt finde. Könnten wir hier zum Beispiel mitfahren lassen. Fände ich eigentlich eine relativ gute Idee. So. Setzen wir hier hin. Setzen wir hier hin. Setzen wir hier hin. Setzen wir hier hin. Und die setzen wir hier. So. Jetzt machen wir eine neue Buslinie. Fahrzeuge kaufen müssen wir ja nicht. Haben wir ja. Und wir fangen von hier unten an. Obwohl, einmal, gehen wir direkt mal hier hin, damit er auch erkennt, dass sich das Ganze jetzt hier um den Bus handelt. Das war falsch. Fahr bitte so, das macht so mehr Sinn. So, das Grün, wir haben wieder 7 Haltestellen, passt. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel. Hier haben wir jetzt unser Mittelpunkt, schön an der Kirche, passt, wundervoll. Und jetzt gehen wir hier auf die Buslinie und sagen jetzt hier, komm, auf das. So, was hat unsere Straßenbahn? Die ist halb voll. Dreiviertel voll. Aber ihr seht, wir haben hier eigentlich nicht mehr allzu große Probleme drauf. Ja, die Haltestelle hier, die ist ein bisschen böse. So, darum sehen wir schon, kommen die ersten 20 Menschen schon wieder. Hier finde ich das Ganze auch schon. 41! Jetzt geht's wieder los hier. Bei 75? Hallo? Stopp! So, das ist Wahnsinn. 51 Leute warten wir jetzt schon. Auch hier wäre es wahrscheinlich wieder zu überlegen, ob man das Ganze nicht auch wieder auf Straßenbahn ausweitet. Denn auch hier kriegen wir das Ganze schon gar nicht mehr hundertprozentig mit. So, sitzen wir einfach jetzt noch den letzten Bus drauf, den wir haben. Und dann passt das Ganze. Gute ist, die Fahrgäste steigen auch wirklich um. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel von der Straßenbahn jetzt mit dem Bus weiterfahren wollt, dann bleiben die da auch stehen. Ja, also das funktioniert hier auch schon relativ gut. Und wieder 50. Alter, Alter. Kriegst du nicht weg? Ja, soll uns aber nicht stören, weil unsere Kasse klingelt. Und
So, das müssen wir jetzt wieder Feintuning machen, damit die jetzt nicht sauer werden. Dass die uns jetzt hier alle davon rennen. Hier werden sie nämlich schon, sieht man schon, leicht säuerlich. Aber ich finde es jetzt Schwachsinn, jetzt hier eine zweite Straßenbahn aufzusetzen. Was wir jetzt machen können, ist, wir jetzt zum Beispiel die Haltestelle hier noch hier hinsetzen können. Dann werden wir jetzt hier zum Beispiel so lange fahren. Dann hätten die Leute vielleicht, die jetzt hier aussteigen wollten, vielleicht mal mitfahren können mit dem Bus. Ich hätte jetzt nochmal zwei Busse brauchen, weil wir schaffen es echt nicht. Toll, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Klasse. Jetzt, wo ich mir gerade frisch Bus gekauft habe. Also der ist jetzt zum Beispiel leer. Ja, und im Laufe des Spiels dann, wie gesagt, bekommt ihr immer mehr neue Fahrzeuge, immer modernere Fahrzeuge, immer größere Fahrzeuge, selbstverständlich, ja. Und dann kommt dann auch die S-Bahn dazu, dann kommt die Schwebebahn dazu, die Magnetbahn kommt dann später dazu und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das geheime Rezept hier hinter dem Verkehrsgiganten. Und ja, es hat mir damals schon mega viel Spaß gemacht. Auch heute, ja, kann man sich hier wirklich stundenlang ransetzen und das ganze Geschehen hier so wuseln lassen, kann man hier schon sagen. Ich mag die Optik, ja, also ich finde das mega putzig, wie das halt damals halt so aussah, die Spiele. Die sahen so aus, ja, da war es nicht so ultra realistische Grafik und Grafikmods und HD und ja, alles muss wie in echt aussehen. Gab es damals nicht. Und damals war es halt immer so ein bisschen Comic-Look. Ja? So beschreibe ich den eigentlich relativ gerne hier. Den Grafikstil, wie man ihn damals so verbaut hat. Und ja, bis heute ist das Spiel wirklich eine absolute Empfehlung meinerseits. Ja? Also wer mal so ein bisschen die Wirtschaftssimulation mal so ein bisschen angucken möchte und nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, der macht mit dem Verkehrsgiganten, glaube ich, nichts falsch. Man hat viele Karten, ja, man kann viele Karten hier spielen, man hat eine relativ lange Zeitspanne, ja. Es gibt halt kein wirkliches Jahr, wir sehen halt nur 062, ja, also wir sind jetzt im Monat 6 im Jahr 2, ja, also ist jetzt egal, ob das 2010, 2020, 2030 ist, ja. Was ich an diesen moderneren Spielen immer nicht mag, ist, dass sie halt mal reale Daten nehmen. Und ganz ehrlich, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich im Jahre 2050 immer noch mit einem Citaro rumfahre, der von 2001 ist. Ja, passt nicht so ganz. Aber naja, auf jeden Fall ist das hier ein absoluter Hingucker. Naja, auch heute noch, meiner Meinung nach, gebe ich da gerne eine Kaufempfehlung raus, auch wenn es UNG ist und ich denen das Geld überhaupt nicht gönne. Ja, ist es trotzdem ein uralter Klassiker, der auch heute noch mega viel Spaß macht. Mehr muss ich hier dazu nicht sagen. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktion. Kennt ihr das Spiel oder ja, seid ihr jetzt vielleicht auch wieder so auf den Trip gekommen, mal wieder den Verkehrsgiganten rauszugraben? Ja? Dann tut dies. Ja? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video hier wieder. Wir schauen uns dann nämlich eine modernere Fassung von dem Verkehrsgiganten an. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht mit unseren Videos hier rund um den ÖPNV. Ich verabschiede mich, bedanke mich, freue mich natürlich, dass ihr dabei wart und ja, natürlich umso mehr, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.